Hallo und herzlich willkommen heute mal im Birkenwäldchen. Und zwar steht hier theoretisch eins der teuersten Hölzer der Welt, nämlich karelische Maserbirke. Karelien, das ist eigentlich so die Ecke von Finnland, die dann langsam zu Russland übergeht. In dem Bereich befinden wir uns da. Also ein Teil von Russland ist, glaube ich, auch noch zu Karelien zu zählen. Und in dieser Region wächst eben diese besondere Form von Birke, die besondere Eigenschaft hat, dass sie eben ein bestimmtes gemasertes Holz produziert. Das ist für Birkenholz auch erheblich dichter als normales Birkenholz. Eigentlich ist das jetzt zwar nicht super leicht, aber eher zu den leichteren Laubhölzern zu zählen und hat normalerweise so Holzdichten, die selten über 500 Kilo pro Kubikmeter hinausgehen. Diese Maserbirke hingegen, wenn sie dann funktioniert, sage ich jetzt mal, dann hat die Holzdichten sowas um die 850, also oder zumindest mal bis zu 850, und man hat auch einige gefunden, die sogar im Bereich so 900 Kilo pro Kubikmeter gehen. Das ist also wirklich eine extreme Holzdichte. Das schafft auch unsere heimische Eiche nicht. Die wachsen außerordentlich langsam, darum kriegen sie auch diese Holzdichten zustande. Und die kommen vor allen Dingen auch deswegen zustande, weil das Holz eben völlig asymmetrisch wächst, sich nicht an die normale Jahringstruktur, die ein normaler Baum, der eben einer Jahringbildung unterworfen ist, ausbildet, hält und so halbmondförmige Einschlüsse teilweise bildet. Ich zeige euch da mal ein paar Bilder, wie das dann ausschauen kann. Das ist insbesondere dann eben extrem dekorativ, ist wirklich sehr hübsch, muss ich sagen, wenn man es dann noch schön bearbeitet und zum Beispiel für irgendwelche sauteuren Küchenutensilien, Armaturenbretter in Luxusschlitten oder besonders tolle Kugelschreiber beispielsweise, ne, oder Füller, sowas in die Richtung, die haben auch teilweise gerne mal einen Griff, eben aus Maserbirkenholz. Wäre wirklich eine Sensation, wenn man dann doch bei den guten Böden und den tollen Wachstumsbedingungen, die wir hier in Deutschland im Vergleich zu Karelien haben, auch diese Maserbirke in Deutschland anpflanzen könnte. So, und das haben schon diverse Leute versucht. Einmal in Hamburg gibt es einen Bestand, wo das versucht wurde. So richtig überzeugend war das Ergebnis da nicht. Und es gibt auch noch mal einen weiteren Bestand, und in dem stehe ich hier gerade. Das ist hier der Maserbirkenbestand im Arboretum Lilienthal im Kaiserstuhl bei Freiburg im Breisgau. Und die Idee war eben wirklich einfach, dieses außerordentlich wertvolle Holz tatsächlich eben mit den schnellen Zuwächsen in Deutschland zu kombinieren. Weil, warum ist denn das Holz auch so teuer, das karelische Maserbirkenholz? Weil die Birke so langsam wächst. Und warum wächst die so langsam? Ja, weil sie in Nordfinnland rumsteht. Ja, und da ist nun mal scheiße wachsen. Und dementsprechend wären wir mit den Zuwächsen, die unsere heimische Birke hat, die so in der Jugend bei locker 12 Kubikmeter pro Hektar und Jahr liegen, mindestens, und im Alter dann zwar deutlich, deutlich zurückgehen, aber allein diese 12 Kubik in der Jugend würden zu einem enormen Initialwachstumsschub führen, und dann später im Alter hast du immer noch locker, wenn es einigermaßen gut läuft, 8 Kubikmeter pro Hektar und Jahr an Zuwachs. So, und das ist doch erheblich besser, weil da in Karelien, wenn wir da 1 oder 2 Kubikmeter pro Hektar und Jahr bekommen, dann kann man schon zufrieden sein. Und ja, drum ist die so teuer, weil sie halt eben so selten ist. So. Diese Maserung, woher kommt denn die überhaupt? Man geht da inzwischen davon aus, dass daran wohl mal zumindest irgendwie ein Virus beteiligt gewesen sein mag, der allerdings eben das Erbgut so stark verändert hat. Das ist ja jetzt nichts Neues, dass Viren auch Eingriffe ins Erbgut vornehmen können, dass also wirklich die auch weiter vererbte chromosomale DNA der Bäume dadurch so verändert wurde, dass sie eben diesen Defekt haben, nun dieses komische Maserholz auszubilden, was für die Birke nicht unbedingt ein Vorteil ist, aber es wird zu etwa 70% weiter vererbt. Einige vererben es auch nicht weiter, das sind quasi die Guten, die zwar einen Gendefekt jetzt haben, diesen aber nicht weiter vererben, weil er eigentlich nicht gesund ist und der Baum ohne diese Maserbirkenstruktur eigentlich besser dran wäre. Aber die 70%, die es eben nicht schaffen, den Gendefekt sozusagen für die nächste Generation wieder loszuwerden, die vererben ihn eben dann doch weiter. Und dann ist der Schaden in Anführungszeichen angerichtet und die Maserbirke
besteht weiterhin. Ja? Gut für den Holzeinkäufer, nicht unbedingt so gut für den Waldbestand in Karelien. Dieses dichte Holz mag ja super stabil sein, aber ein bisschen schnelleres Wachstum. Bei weniger dichtem Holz automatisch schnelleres Wachstum, das wäre schon was Schönes. So, also ne, nochmal die Idee, wir stellen das Zeug nach Deutschland, dann wächst hier bestimmt viel, viel schneller. Hat ja mit vielen anderen Baumarten auch funktioniert. Hochlagenfichte ins Flachland stellen, zack, wächst dreimal so schnell. Hochlagenkiefer ins Flachland stellen, zack, wächst dreimal so schnell. Zig andere Beispiele. Ne, Douglasie aus Kalifornien mit trockenen Sommern bei uns hinstellen, zack, wir haben keine trockenen Sommer mehr, bump, wächst nicht dreimal so schnell, aber wächst auch deutlich schneller als daheim. Und das gleiche funktioniert zum Beispiel auch mit dem Riesenmammutbaum, ne, der momentan größten lebenden Pflanze der Welt. So, also bewährte Praxis sollte doch eigentlich auch hier funktionieren und drum hat man es auch gemacht. Und das Resultat sehen wir hier und die stehen hier seit 60 Jahren. So, sehen die jetzt aus? Vor 60 Jahren, ist das gut, ist das schlecht? Was habt ihr für eine Vermutung? Ist miserabel. Ist völliger Schrott. Also eine heimische Birke, die heimischen Birken, die wären bestimmt doppelt so dick und erheblich höher auch. Gucken wir doch mal nach oben. Ja, so doll sieht das nicht aus. Man hat hier übrigens auch da Linden noch dazugestellt als pflegende Baumart, damit die Linden Druck auf die Birken ausüben. Die Birken dann merken, oh Mist, wir haben Nachbarn, die wachsen schneller als wir. Wir müssen uns beeilen, wir müssen schnell in die Höhe schießen, um den bösen Nachbarn zu entkommen. Also wirklich als Wachstumstreiber hat man hier noch diese Linden mit reingestellt. Dummerweise hat auch das nicht geholfen. Die Birke wächst trotzdem in ähnlichen und noch nicht, naja, also überhaupt nicht in den Geschwindigkeiten, die man eigentlich für die Standortseigenschaften, das ist sehr fruchtbarer Boden hier und es ist auch das ganze Jahr über warm, hätte man eigentlich viel bessere Standortseigenschaften erwarten dürfen. So, aber warum funktioniert das jetzt nicht? Ja, da hat man lange rumgeratzelt. Liegt es daran, dass man den Virus nicht hat, der diese Maserung im Holz überhaupt ausgelöst hat? Das ist tatsächlich nicht das Problem, weil die Birken, die hier wachsen, haben schon tatsächlich das Maserbirkenholz. Wenn man da also mal eine umschneidet, mache ich jetzt natürlich nicht, dann kriege ich Ärger. Aber wenn man das tun würde, dann hätte man eben nach wie vor das Maserbirkenholz sehr wohl auch sichtbar. Und könnte das auch verwerten, das wäre an sich schon möglich. Blöd ist halt eben nur, dass es trotzdem unglaublich langsam geht. Und es ist kein wirklicher Vorteil, die Birke hier also hinzupflanzen, wenn sie hier genauso lahm wächst wie in Karelien. So hoch sind die Importkosten vom karelischen Birkenholz dann nun auch wieder nicht. So. Und warum ist das jetzt so? Das ist jetzt die zentrale Frage, an der man lange rumgerätselt hat und inzwischen geht man schwer davon aus, dass eben diese Birken, die da ursprünglich tatsächlich aus dem Land der Mitternachtssonne im Sommer kommen, außerordentlich durcheinander sind, wenn es im Sommer hier bei uns plötzlich dunkel wird nachts. Ja, und man merkt sogar, das hat man mal untersucht, dass sie in Vollmondnächten versuchen, mit dem Vollmond Photosynthese zu betreiben, also Vollmondphotosynthese, weil sie in ihrer Heimat einfach im Sommer mehr oder weniger 24/7 Photosynthese betreiben können. Nicht nur mehr oder weniger, sondern tatsächlich, weil es halt dann doch eben die ganze Nacht über hell ist, Mitternachtssonne halt bekanntermaßen. Und da das hier nicht funktioniert, das aber so in der Genetik der Baumart drinsteht, dass sie das so machen soll, kommt die völlig aus dem Takt und ist verwirrt sozusagen. Und in dieser Verwirrung wächst sie dann halt langsam und weiß nicht genau, was sie tun soll. Und die Winter sind so kurz, die vollständig lange, super lange Photosynthesepause im Winter findet nicht statt. Der Winter sollte eigentlich vollständig dunkel sein, ist er aber nicht. Es geht trotzdem morgens um 8 die Sonne auf und sehr, sehr verwirrend. Ja. Soll man dann überhaupt das Laub abwerfen? Soll man das Laub nicht abwerfen? Diese lächerlichen Winter, die wir hier haben, was fängt man damit an als Baum, der normalerweise 40 Grad minus aushält, ja, und das ohne größere Probleme, beziehungsweise auch gewöhnt ist für den Winter, daher ja das Laub abwirft und solche Späße. Also wir haben es hier mit einer sehr, sehr missverstandenen, sehr, sehr verwirrten Baumart zu tun, die schlicht und ergreifend nicht weiß, was sie mit den tollen Wachstumsbedingungen im Kaiserstuhl anfangen soll und drum funktioniert es auch nicht. Sie bildet bisher auch noch nicht die tolle Birkenmaserknolle aus. Also Maserbirke ist das eine, aber die Knollen, die dann teilweise da noch dranhängen, so eine Art Tumor, der sich einfach am Rand vom Stamm bildet, mit der man dann
extrem teure Knäufe für Schalthebel in sehr teuren Autos zum Beispiel produzieren kann. Oder sehr teure Knäufe für Spazierstöcke, als es die noch gab. Dass so was jemand noch wirklich noch einen Spazierstock hatte. Und lasst euch was einfallen, super teure Billardkugel, was weiß ich. Aber gerade diese Maserbirken-Klassiker ist die finnische Tasse, die Kuxkarp oder die schwedische Tasse. In Schweden gibt es auch einige von denen. Ne? Die gibt es nicht nur in Karelien, auch in Schweden noch ein paar. Und diese traditionelle Kuxka, aus der man größtenteils Schnaps säuft, des Nachts vor allen Dingen, des langen Nachts, in der Polarnacht, sowas wurde immer aus diesen Maserknollen hergestellt, wird es auch bis heute und funktioniert auch nach wie vor prima. Aber der Traum, die in schnell wachsend in Deutschland hinstellen zu können, den haben wir inzwischen ausgeträumt. Das Projekt gilt als gescheitert. Den Bestand hier gibt es noch. Es wäre auch schade, ihn einfach umzuschnibbeln. Vielleicht wird ja doch noch was draus. Niemand weiß es so genau. Also lässt man es jetzt fürs erste Mal noch ein paar Jahrzehnte stehen. Und ja, dann wird irgendwann in der Zukunft mal jemand entscheiden müssen, ob das jetzt lang genug war, um hier halt dann doch die Fläche für irgendein anderes Projekt zu nutzen und zu gucken, was da draus wird. Ja, und jetzt wäre vielleicht noch ganz interessant, wer hat denn jetzt nun dieses Birkenwäldchen verbockt? Wer ist da schuld dran? Möchte nochmal ganz klar betonen, das ist eine forstliche Versuchsfläche. Ja, man hat hier was ausprobiert, das ist quasi ein wissenschaftliches Experiment. Und dass so ein Experiment auch mal zeigt, nö, funktioniert nicht, ist gang und gäbe in der Wissenschaft. Das ist also auch nichts Schlechtes und da gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Nur, dass das vielleicht nochmal klar ist, bevor jetzt irgendjemand nach Hause geht und sich denkt, die hätten da Mist gebaut im Arboretum Lilienthal. Überhaupt nicht. Ja? Das hat damit nichts zu tun. So, aber das war's. Ja, Maserbirke. Ne? Bilder habt ihr hoffentlich gesehen und das wär's auch schon. Bedanke mich fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal.